Herzlich willkommen im Neo Magazin Royal, Ihrer inklusiven Sendung Versöhnung durch Verhöhnung. Und herzlich willkommen, liebe Nachrichtendienstfans, zum Geheimdienst Quarterly GQ Man of the Week. Mein, Ihr, unser Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Wer hat nicht einen Bravo-Starschnitt von ihm über seinem Bett hängen? Dieser Mann hat nur einen einzigen Job. Er muss in diesen harten Zeiten unsere Verfassung verteidigen, das Grundgesetz beschützen, damit niemand unsere Demokratie kaputt macht. Er ist im Einsatz 24/7 im Kampf um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, damit wir die Pressefreiheit haben, damit Fakten zählen und nicht irgendwie ein dahergeraunter Quatsch. Für Deutschland, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, tritt er jeden Morgen in Chorweiler seinen Job beim Verfassungsschutz an. Hans-Georg Maaßen hat eine harte Woche hinter sich. Zum Zeitpunkt unserer Sendungsaufzeichnung, also jetzt, Mittwoch, schauen wir auf die Uhr, Uhrenvergleich, 17.45 Uhr, ist er noch Verfassungsschutzpräsident. Wenn Sie das jetzt aber sehen zu Hause vor Ihrem großen OLED-Fernseher oder vorm iPad, ist er vielleicht schon entweder arbeitslos oder Bundespräsident oder im Parteivorstand der AfD oder Olympiasieger im 5 Kilometer Zurückrudern. Es kann alles passieren. Beruhigen wir uns erstmal. Was ist passiert? Der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hat dieses Video bei Clipfish im Internet gesehen. Hase, du bleibst hier. Du bleibst hier. Er wusste sofort, in diesem Video ist kein Hase zu sehen, denn der blieb ja hier. Und erst recht keine Hetzjagd in Chemnitz. Das hat Deutschlands seriösester Inlandsgeheimdienstchef letzten Freitag in Deutschlands seriösester Geheimzeitung, der Bild, erzählt. Das Video ist eine Fälschung. Vielleicht, also weiß man nicht. Aber im Zweifel Ruhe bewahren und Fake News rufen. Er war sich fast zu 70% sicher, dass es sich bei dem Video um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Aber warum legt er dann keine Beweise vor, wie er darauf kommt? Und warum redet er in der Bild-Zeitung vom Mord in Chemnitz, wenn wegen Totschlag ermittelt wird? Und warum sagt er ein paar Tage später, nee, ich habe gar nicht gesagt, dass das Video gefälscht ist. Nee, Hase, du bleibst hier, du hast mich falsch verstanden. Ich habe Falschinformationen über das Video verbreitet, damit niemand auf Falschinformationen über das Video hereinfällt. Was Hans-Georg Maaßen uns sagen will, ist kompliziert. Es klingt kompliziert. Fassen wir es darum mal in den einfachen Worten eines amerikanischen Liedermachers zusammen. Alles klar? Bevor wir uns gemeinsam darüber wundern, warum ein Geheimdienstchef überhaupt mit der Bild-Zeitung redet, das hier unten, das ist das Maaßometer. Das misst die Verfassungstreue von Geheimdienstpräsidenten in der Maßeinheit Schorsch. Ein Schorsch entspricht ein Skandal, 5 Schorsch sind ein Horst. 3 Schorsch hat er schon, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch mehr dazukommt. Ich meine, wenn da noch mehr dazukommen würde, dann kann ja gleich er hier den Verfassungsschutz übernehmen. Genfood machen uns Geheimpläne der USA zu Versuchskaninchen. Sie kennen das ja. Ja, wer kennt das nicht? Dabei sollte mit Hans-Georg Maaßen doch eigentlich alles besser werden. Mehr Transparenz, mehr Vertrauen, geilere Brillen. Dieser menschgewordene Leitsordner sollte unseren schönen deutschen Inlandsgeheimdienst endlich aufräumen. Denn der steht in der Kritik. Seit es ihn gibt. Nach dem Krieg das Haus voller SS- und Gestapo-Leute, später das Totalversagen bei den NSU-Morden. Doch dann kam er, 2012, der Maaßias, Secret Schorsch, und er hat aufgeräumt. Tabula rasa, Tabaluga, alles neu. Kein Hakenkreuz sollte mehr auf dem anderen bleiben. Alles sollte besser werden. Extra saugfähig, always ultra, weiß wie nie. 100% mehr Verfassungsschutz, auch an den kritischen Tagen im Monat. Doch dann habe ich in diesem Buch hier lesen müssen, dass der Verfassungsschutz trotzdem weiter versagt hat. Viele Experten behaupten, der Anschlag am Berliner Breitscheidplatz, bei dem 12 Menschen ums Leben gekommen sind, hätte möglicherweise verhindert werden können. Der Verfassungsschutz hatte nämlich einen Spitzel im Umfeld des Attentäters. Warum hat er nicht Bescheid gesagt? Irgendwie kein Aldi-Prepaid-Guthaben er da oder was? Hans-Georg Maaßen, oder wie seine Freunde ihn nennen, Herr Maaßen, ist natürlich völlig unschuldig daran. Der sagt nämlich, nein, wir hatten keinen V-Mann. Wir hatten da keinen V-Mann und wenn doch, dann wusste ich das nicht, weil der war viel zu gut getarnt. Manchmal, ich bin ein Laie, aber das klingt ein kleines bisschen so, als würde Hans-Georg Maaßen hier nicht die volle Wahrheit sagen. Das kann doch nicht sein. Aber entscheiden Sie selbst, meine Damen und Herren, können diese Augen lügen? Und wo im Mr. Specs Online-Shop kriegt man diese Brille? Im Darknet-Bereich unter der Ladentheke?
Geben Sie mir was Kleineres. Die Brille muss noch kleiner sein. Hans-Georg Maaßen ist entweder der frechste Geheimdienstchef aller Zeiten oder der Schlauste. Denn damit die Breitscheidplatz-V-Mann-Nummer keiner mitbekommt, ließ er geheim Briefe an Journalisten verschicken, die darüber berichten wollten, dass es der Verfassungsschutz mal wieder verkackt hat. Hier so einen Brief. Natürlich keine normalen Briefe, die heißen im geheimdienstinternen Jargon Korrekturbitten. Ich habe auch einen bekommen. So, mal aufmachen zum ersten Mal. Mal gucken, was drin steht. An Jan Böhmermann, Neo Magazin Royal. Ah ja, lieber Herr Böhmermann, ich hätte eine Korrekturbitte an Sie. Machen Sie doch mal bitte eine lustige Sendung, Sie linke Witzfigur. Ansonsten weiter so, Ihr Mr. X, in Klammern Hans-Georg Maaßen, wer auch immer mit diesem Brief geschrieben. Ach, da ist noch was dabei. Das ist ja nett. Eine Patronenhülse, das ist ja nett. Oh Mann, schon 5 Schorsch. Es geht immer weiter. Schlechte Woche. Jetzt kam diese Woche raus, dass Maaßen auch noch Streit mit einigen Landesämtern für Verfassungsschutz angefangen hat. Na gut, wer kennt das nicht? Die Länder wollen die AfD beobachten, weil die Partei angeblich gemeinsame Sachen macht mit Neonazis, Pegida oder der Identitären Bewegung. Aber Hans-Georg Maaßen will lieber nicht so genau hingucken, weil dann gehen die Batterien von seiner Brille so schnell alle. Darum beschweren sich die Landesämter für Verfassungsschutz jetzt, tolle Idee für einen Geheimdienst, öffentlich und sagen, wir würden die AfD gerne beobachten, aber... Der Bund steht auf der Bremse. Der Bund steht auf der Bremse. Ist aber auch verständlich. Ich meine, was man da alles finden würde bei der AfD. Hashtag, woher kommen die Fliegen? Und der 6. Schorsch der Woche. 6 Schorsch. Mann. Hans-Georg Maaßen hat sich allein in den letzten 14 Tagen so viele Fuck-ups geleistet, wie Jan Ullrich und der Kapuzenpullover von Dieter Bohlen zusammen. Trotzdem. Auf wundersame Weise trotzdem, der Verfassungsschutzchef hat Rückendeckung von den wichtigsten Playern des politischen Berlin. Noch Stand Mittwoch 17.57 Uhr. Oder hat jemand Kritik gehört? Herr Maaßen ist die falsche Besetzung. Deswegen kann es so mit diesem Präsidenten und auch mit dem Bundesamt nicht weitergehen. Ich finde, jemand, der so agiert, der ist nicht länger tragbar. Das muss jetzt geklärt werden. Ach, die paar Rücktrittsforderungen. Jeder von uns hat mal eine miese Woche. Ganz kurz, stopp. Ist das unsere Illustration für miese Woche? Das haben weder Boris Becker noch Hans-Georg Maaßen verdient. Doch. Ach so, ach ja, Maaßen schon wegen früher. Ach ja, 2002, da war er noch Referatsleiter Ausländerrecht im Innenministerium. Da hat er im Auftrag der Bundesregierung ein Gutachten über den Fall Murat Kurnaz geschrieben. Murat Kurnaz, er hier, ist in Bremen geboren und, ich fasse das mal in meinen Worten zusammen, wurde von den USA aus dem Robinson-Club Islamabad von der Poolnudel runter direkt ins Folterlager Guantanamo verschleppt, unschuldig, weswegen ihn die USA zurück nach Deutschland schicken wollte. Aber Hans-Georg Maaßen hat gesagt, nee, die Deutschlandfahne hinter mir und ich, wir sind uns einig, wer Murat heißt, der hat bestimmt Dreck am Stecken und außerdem wissen wir nicht, ob da nicht eventuell eine Terrorzelle in seinem Bad versteckt ist. Murat Kurnaz blieb fast 5 Jahre unschuldig in Guantanamo, Waterboarding inklusive. Vielen Dank, Hans-Georg Maaßen. War das sein Karriereknick? Nein, das war sein Karrierestart. Denn erst, das ist Paragraph 1 des übergeordneten Verfassungsschutzgrundgesetzes, denn erst wer richtig Scheiße baut, dem wird die Verfassung anvertraut. Nach der NSU-Aktenschredder-Affäre brauchte man 2012 jemanden, der Vertrauen ausstrahlt. Ah, Vertrauen in den Verfassungsschutz, das wär's mal. Und da präsentiert man den Bürgern am allerbesten einen asylkritischen Freestyle-Verfassungsrechtler mit Harry-Potter-Charme, der schon 1997 in seinem Aufsatz Kirchenasyl und Rechtsstaat Pfarrer und Gemeinden, die Flüchtlinge in ihren Kirchen aufnehmen, als kriminelle Vereinigung bezeichnet hat. Ah, liebe Grundgesetz-Freaks, wenn Sie solche Sachen hören, kriegen Sie auch immer diesen unangenehmen Ausschlag auf der Stirn? Ich ja. Aber zum Glück ist Hans-Georg Maaßen selbstkritisch. Dass der Verfassungsschutz in der NSU-Mordserie vor lauter Uwes den Böhnhardt nicht gesehen hat, da muss man schon mal öffentlich drüber sprechen können. Damals sind schwere Fehler gemacht worden, aber ich verwahre mich dagegen, dies meiner Behörde zuzurechnen. Natürlich nicht. Die NSU-Akten sind freiwillig in den Schredder reingesprungen. War es Aktenselbstmord?
Höchstwahrscheinlich schon. Fragen Sie doch Uwe Mundlos. Schreiben Sie mal eine E-Mail. Der Verfassungsschutz hat nichts mit dem NSU zu tun gehabt, sagt Maaßen. Wir hatten nach dem jetzigen Stand keine V-Personen im Umfeld des NSU. Außer bis auf zum Beispiel eine V-Person namens Corelli. V-Person Corelli stand auf der Telefonliste des NSU, wurde 2012 enttarnt und verstarb 2 Jahre später, völlig überraschend, mit gerade mal 38 an, kein Scherz, entweder Diabetes oder Rattengift. Oder beides zusammen. Hashtag, woher kommen die Fliegen? Bei Corelli wurde sogar noch eine CD gefunden, auf der eine Datei enthalten war, namens NSDAP/NSU. Was sagen Sie jetzt, Herr Präsident? Ob diese Abkürzung mit jenem Trio zu tun hatte, welches heute als NSU bekannt ist, ist reine Spekulation. NSU kann schließlich alles heißen. Nabelschnurumschlingung, Neckarsulm, noch 6 Underberg. Schon 11 Schorsch. 11 Schorsch in 12 Minuten, das ist Lichtgeschwindigkeit. Das zieht ja klar, das zieht die Stimmung runter. Das ist ein kompliziertes Thema, das ist hart. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich muss mal kurz den Kopf freikriegen. Das kann ich alles gar nicht glauben. Können wir ganz kurz mal, Regie, können wir ganz kurz bitte mal irgendwas zur Ablenkung machen? Vielleicht irgendwie ein Internetvideo, wo sich ein Baby über einen Hund kaputt lacht oder so? Ja, kommt. Jo. So, wo waren wir? Ach so, ja, Hans-Georg Maaßen. Meine Damen und Herren, wissen Sie noch, als KGB-Schorsch gegen 2 Journalisten des Online-Magazins Netzpolitik.org Ermittlungen wegen Landesverrates angestoßen hatte und sich hinterher herausstellte, war gar kein Landesverrat, sondern bloß Journalismus? Oder als Maaßen im NSA-Untersuchungsausschuss sagte, dass Edward Snowden ein russischer Agent sei, hätte eine hohe Plausibilität. Aha, eine hohe Plausibilität. Erklären Sie mal genauer, Herr Maaßen, warum? Diese Plausibilität stützt sich auf eine Reihe von Tatsachen, die ich im Zusammenhang mit meiner Vernehmung deutlich gemacht habe, aber auch darauf, dass es nachrichtendienstliches Erfahrungswissen gibt. Nachrichtendienstliches Erfahrungswissen? Aha, aha. Wozu braucht man lästige Beweise, wenn man nachrichtendienstliches Erfahrungswissen hat? Übrigens, mein gagdienstliches Erfahrungswissen sagt mir, wer Blödsinn redet und eine runde Brille trägt, ist ein Minion. Das hat eine hohe Plausibilität und stimmt darum zu 107%. Es ist quasi amtlich sicher, das ist Fakt. Verfassungsschutz bedeutet also nach Hans-Georg Maaßen, man kann machen, was man will und man wird nie bestraft. Wir sind ein geheimer Nachrichtendienst und können interessante Arbeitsplätze anbieten. Man fast sagen kann, bei uns kann man das machen, was man schon immer machen wollte, nur es ist legal. Er darf alles, nur legal. Ein Leben im Cheat-Mode. Alles geht, durch Wände gehen, fliegen, bei Lidl klauen, Gedanken lesen, unendliche Leben, nie müde, Laserkrawatte, eine Nacktscan-Brille aus Kryptonit. Darf er das? Na klar darf er das. Und trotzdem mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes. 2015 traf sich Maaßen, einfach weil er Bock drauf hatte, mit Frauke Petri, damals AfD, heute nur noch blau. Die beiden haben in der, keine Ahnung, VIP-Lounge von Vapiano abgehangen, Frisurentipps ausgetauscht und nebenbei soll der Verfassungsschutzchef der AfD-Frau verraten haben, wie man vermeidet, vom Geheimdienst beobachtet zu werden. Mein Ratschlag, Frau Petri, der Cappuccino geht auf Sie. Von Frauke Petri schnell, schnell mit dem unsichtbaren Verfassungsschutz-Tarnkappen-Segway zu inzwischen 3 bekannt gewordenen Treffen mit dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland. Wirklich wahr. Der befürchtete, kein Spaß, ein AfD-Abgeordneter könnte eventuell ein russischer Spion sein. Ein ganz normales Alltagsproblem. Diese kann ich mir gar nicht vorstellen. Diese blitzsauberen Ehrenmänner von der AfD, dass da mal irgendwie was schiefläuft. Hans-Georg Maaßen hilft natürlich gerne. Warum nicht? Und hinterher hat der Gauland auch die Füße gemacht, die Krawatte gebügelt und ihm mit der Zunge das Hähnchencurry aus der Krone gepult. Wenn Rechtsextreme Probleme haben, hilft Hans-Georg Maaßen einfach wahnsinnig gerne. Die AfD ist kein Beobachtungsobjekt der Verfassungsschutzbehörden. Wir sehen, dass die AfD eine neue Partei ist mit einer ganzen Reihe von Problemen, die sie selbst hat, aber auch dem Problem, dass dort Rechtsextremisten versuchen unterzuschlüpfen und wo wir derzeit wahrnehmen, dass die AfD versucht, diese Rechtsextremisten in ihrer Partei zu isolieren oder auszugrenzen. Ja, und das klappt super hervorragend. 1000 Jahre Deutschland! Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss. Burkas,
Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Wir sind das Volk! 17 Schorsch in 16 Minuten. Das entspricht 3 Wimbledon-Sieger. Das sind 3000 D-Mark oder 8 Horsts. Saubere Leistung, Weltrekord. Was für eine Karriere. Hans-Georg Maaßen. Vom unschuldigen, neugierigen, junge Freiheit-Abonnenten zum wichtigsten Beschützer des Grundgesetzes. Quasi vom Killerwal zum Babyrobbenbeschützer. Endlich hat er es geschafft. Er ist da angekommen, wo ein seriöser und hoch angesehener Geheimdienstchef hingehört. Im Mittelpunkt einer unseriösen Comedy-Sendung bei ZDF Neo. Und wir haben so wenig Zuschauer, dass es quasi unter uns bleibt. Ganz kurz, stopp. Sie klatschen, aber ich bin besorgt. Wenn Hans-Georg Maaßen, Chef des Verfassungsschutzes, das ist ein schwieriges Wort, Verfassungsschutzchef fischt frische Faschos, frisch Verfassungsschutzchef. Wenn Hans-Georg Maaßen Chef des Verfassungsschutzes ist, noch, also Stand 18.14 Uhr, wer schützt unsere Verfassung dann vor dem Verfassungsschutz? Ganz einfach. Der Verfassungsschutz-Schutz. Gründungszeitpunkt 18.14 Uhr und 20 Sekunden. Uhrenvergleich. Und der Verfassungsschutz-Schutz braucht ab sofort Ihre Hilfe. Gutes Tun vorm Internet. Ab sofort sind Sie gefragt. Beobachten Sie gemeinsam mit dem Verfassungsschutz-Schutz den Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz-Schutz hat hierzu wirklich wahr eine oder mehrere Live-Webcams vor dem Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln-Kurweiler platziert. Ein Katzenwurf von hier entfernt. Auf der Internetseite www.verfassungsschutz.de können Sie nachgucken. Gibt auch einen Twitter-Account. Wir schalten mal ganz kurz rein. Oh, Live-Bild. Da ist was los, sage ich Ihnen. Ist das in Einklang mit dem DSGVO? Ich glaube schon. Können wir das Bild noch mal sehen? Spannend, spannend. Geheimagenten, UFOs, Geldtransporter, AfD-Gartenpartys, Bernsteinzimmer. Wenn Sie was Verdächtiges sehen, meine Damen und Herren, whistleblown Sie an die Mailadresse verfassungsschutzschutz@zdfneo.de. Das ist eine Tarnadresse des Verfassungsschutzschutzes. Keiner weiß, wer wirklich dahinter steckt. Die Kamera ist ab sofort live. Oder die Kameras. Sie ist oder sind gut versteckt. Jetzt, wo wir verraten haben, dass es Kameras gibt, können es eventuell zu schnellen Problemen mit dem Live-Bild der Webcam kommen. Also sag mir mein nachrichtendienstliches Erfahrungswissen. Klicken Sie also schnell rein. www.verfassungsschutz.de. Vielen Dank, Verfassungsschutz Schutz, dass du unsere Verfassung vor dem Verfassungsschutz schützt.